japanische Architekt Shigeru Ban steht vor ganz anderen Herausforderungen. Ban baut für Menschen, die alles verloren haben. Jetzt gerade zum Beispiel für die Opfer der Tsunami-Katastrophe in Japan. Vor 15 Jahren hat Ban das Disaster Relief Project gegründet. Ein Netzwerk von Architekten, das Obdachlosen in Katastrophengebieten provisorische Unterkünfte zur Verfügung stellt. Und das sind eben nicht nur Unterkünfte, sondern wohldurchdachte Bauten aus ungewöhnlichen Materialien wie Papier oder Karton, die den Menschen zumindest für eine Zeit lang ein neues Zuhause geben. Wie lebt man weiter nach einer solchen Katastrophe? Was passiert an dem Tag, in den Jahren danach, wenn das ganze Leben einfach weggeschwemmt wurde, wenn alles Tod, Trümmer, Zerstörung ist? Der weltberühmte japanische Architekt Shigeru Ban sucht seit Jahren nach einfachen, intelligenten Lösungen, um den Überlebenden in Katastrophengebieten zu helfen. So etwas wie jetzt in Japan habe ich noch nie gesehen. Der Tsunami hat die Häuser einfach mitsamt der Fundamente weggerissen. Es ist eine totale Wüste. Es sind einfache, unspektakuläre Ideen, um den Katastrophenopfern das Leben wenigstens ein bisschen erträglicher zu machen. Ein paar Stoffbahnen an Stangen aufgehängt und plötzlich ist man nicht mehr mit Hunderten in einer großen Halle eingesperrt, sondern hat wieder ein bisschen Privatsphäre, einen Raum für die Familie. Als die Wände aufgestellt wurden, hatte ich zuerst ein komisches Gefühl, weil man nichts mehr sieht. Aber nachts zum Schlafen oder zum Umziehen, da ist es schon eine große Erleichterung. Auf richtige Häuser werden diese Menschen noch lange warten müssen. Das große Problem ist, dass es kaum ebenen Grund gibt, wo man Häuser bauen kann. Deshalb habe ich ein Modell entwickelt, dreistöckige Behelfsbauten aus Containern zu errichten. Sie sehen aus wie ein Gitterwerk. Sie sind nicht einfach übereinander gestapelt, sondern versetzt. So kann man die Container als Schlafzimmer benutzen und den Bereich dazwischen als flexiblen, offenen Raum mit viel Sonne und Luft. Normalerweise baut Shigeru Ban anders. Groß, spektakulär. Das Centre Pompidou im französischen Metz wurde erst vor wenigen Monaten eröffnet. Oder der japanische Pavillon auf der Expo 2000 in Hannover. Eine architektonische Sensation. 15 Meter hoch, komplett aus Papier hergestellt. Papprohre als Dachträger, beschichtetes Papier für die Außenhaut. Anschließend kam der gesamte Bau ins Altpapier. Wie die Notunterkünfte werden auch die Pavillons für die Expo nach einem halben Jahr wieder abgerissen und produzieren damit eine Riesenmenge an industriellem Abfall. Die Idee, das Material wiederzuverwenden, stammt aus meinen Entwürfen für Notunterkünfte. Zum ersten Mal wandte Ban sein Konzept einer Katastrophenarchitektur in großem Maßstab 1999 nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei an. Er empfand es als menschenverachtend, die Überlebenden in blanke Stahlcontainer einzupferchen und entwickelte kleine, wohnliche Häuser aus Pappe und Papier. Die Konstruktion erwies sich als stabil. Sie lässt sich einfach aufbauen und wieder beseitigen. Alles ist recycelbar. Die Materialien sind billig und schützen hervorragend gegen Hitze und Kälte. Die Leute haben mir prophezeit, ein Haus aus Papier, das geht vielleicht in Japan, aber nicht in der Türkei. Das Gegenteil war der Fall. Die Menschen waren begeistert. Sie hatten große Angst, in Betonhäusern zu leben, weil mögliche Nachbeben sofort wieder Lebensgefahr bedeuteten. Häuser aus Papier können erstaunlich stabil und sehr schön sein. Nach dem Erdbeben im japanischen Kobe 1995 baute Shigeru Ban eine zerstörte Kirche neu auf. Mit seinen Papprohren errichtete er eine Konstruktion, die noch heute existiert. Ich war immer schon frustriert, dass wir Architekten immer nur für die Mächtigen bauen. Macht und Geld an sich sind ja nicht sichtbar. Doch mit unseren Bauten verleihen wir ihnen ein Gesicht. Aber wir haben auch eine soziale Verantwortung. Die wenigsten der bekannten Architekten arbeiten für gewöhnliche Leute, obwohl gerade diese Menschen ein Haus oft viel dringender brauchen. Seit fast 20 Jahren beschäftigt sich Shigeru Ban mit Bauten für Katastrophenopfer. Am Anfang war er allein. Inzwischen gibt es ein ganzes Netzwerk von Architekten. Was sie machen, bringt wenig Geld und keinen Ruhm.
Aber es hat unseren Begriff von Architektur verändert. Und für die Betroffenen ist es ein Segen.